meine sehr geschätzten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zahlreich hier zu einer unserer Antrittsvorlesungen erschienen sind. 25 Jahre Donau-Universität Krems werden wir nächstes Jahr feiern. So hat sich die Universität im Jahr 2004 auf den Weg gemacht, durch Berufung von Professorinnen und Professoren einen ganz klaren Weg zu gehen in Richtung öffentliche Universität. In diesem Kontext ist es auch gelungen, eben eine Professur im Bereich Migration, Globalisierung einzurichten. Gudrun Biffel hat diese Professur und das Department zunächst aufgebaut. Und ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Matthias Tscheiker hier einen neuen Professor zu gewinnen, der diesen für uns sehr zentralen Bereich, das Thema Migration, hier weiter am Campus, an der Universität entwickelt. Matthias Tscheiker hat 2008 an der Universität Freiburg in politischer Ökonomie zum Thema der Migrationsforschung The Political Economy of Refugee Migration and Foreign Aid promoviert. Sein wissenschaftlicher Weg war also quasi hier schon etwas vorgezeichnet. Als er 2010 als Senior Researcher an das renommierte International Migration Institute der Universität Oxford ging, das er auch 2016 und 2017 geleitet hat, bevor er unserem Ruf hier an die Donau-Universität Krems gefolgt ist. Damit hat Matthias Tscheiker sich zur Annahme einer einschlägigen Professur an einer der ersten Universitäten, die einen PhD in Migration Studies bietet, entschlossen. Matthias Tscheiker wird damit einem Department vorstehen, das nicht zuletzt durch seine eigenen bisherigen Bemühungen ein breites, fundiertes und gesellschaftsrelevantes Studienangebot, eine aktive Forschungstätigkeit in mehreren international geförderten Projekten und eine vorbildliche Vernetzung mit relevanten Forschungspartnern im In- und Ausland vorweisen kann. Ich freue mich wirklich, heute hier diese Antrittsvorlesung halten zu dürfen. So habe ich doch den Eindruck, dass nun nach einer gewissen Eingewöhnungszeit und Einarbeitungszeit ein guter Zeitpunkt ist, diesen Antritts- und Perspektivvortrag zu halten. Ich möchte mich in diesem Vortrag von zwei Fragen, welche die normativen sowie positiven Aspekte meiner Migrationsforschung betreffen, leiten lassen. Nämlich: Was ist der Auftrag und der Zweck von Migrationsforschung? Und wie betreiben wir und was heißt Migrationsforschung in Zeiten rapiden gesellschaftlichen Wandels? Migration ist Teil gesellschaftlicher Veränderungen, Entwicklungsprozesse und Transformationsprozesse. Es ist nicht sozusagen eine von außen herangetragene Entwicklung, es ist Teil nationaler, europäischer und auch globaler gesellschaftlicher Prozesse und gesellschaftlichen Wandels. Das ist die grundsätzliche Prämisse, mit der wir hier an Department für Migration und Globalisierung Migration verstehen. Es ist erstmal kein Problem, das es irgendwie zu lösen gilt, sondern es ist sozusagen ein Forschungsgegenstand, es ist ein Phänomen, ein soziales, ein gesellschaftliches Phänomen, das es erstmal zu verstehen gilt. Und damit verbunden ist natürlich auch dann die Frage, die von verschiedenen Akteuren an die Forschung herangetragen werden: Wie können wir diese Prozesse, diese gesellschaftlichen Prozesse und auch diese Migrationsprozesse in entsprechenden vorteilhaften Auswirkungen und Prozessen auch umlenken und politisch unterstützen? Das bringt mich zu der zweiten zentralen Fragestellung meines Vortrags, nämlich der inhaltlichen und methodischen Entwicklung des Forschungsfeldes Migration und der Frage nach dem Was und dem Wie. In den 50 Jahren zwischen 1880 und 1930 zählte man insgesamt ca. 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen mit migrationswissenschaftlichem Bezug. Heute wird diese Zahl an Veröffentlichungen innerhalb weniger Monate erreicht. Das heißt, die Schlagzahl in der migrationswissenschaftlichen Forschungsintensität und Aktivität hat sich deutlich erhöht. Insbesondere ein Teilgebiet der Migrationsforschung, die Migrationsprozessforschung, der ich mich seit geraumer Zeit widme, hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten rasant entwickelt, wie diese Grafik zeigt. Diese Entwicklungen innerhalb der Migrationsforschung sind teilweise dadurch begründet, dass Migration als soziales Phänomen sich in den vergangenen 4 bis 5 Jahrzehnten signifikant verändert hat. Dies möchte ich kurz beschreiben.
Die bedeutendste Veränderung ist sicherlich die, dass sich Europa von der größten Herkunftsregion in die bedeutendste Zielregion für internationale und globale Migration entwickelt hat. Sowohl die Geografie globaler Migrationsströme hat sich fundamental verschoben, als auch die Geschwindigkeit, mit der sich Migrationsmuster und Dynamiken an veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen anpassen. Es haben sich innereuropäisch wie auch außereuropäisch neue Ab- und Zuwanderungscluster und Dynamiken entwickelt, die miteinander im Zusammenhang stehen, aber dennoch teilweise noch recht unerforscht sind. In dieser Grafik sehen Sie für knapp 200 Länder die Netto-Migrationsströme für die letzten 50 Jahre. Wir nehmen wahr, dass Unstetigkeit in den Migrationsprozessen ein wesentliches Charakteristikum internationaler Migrationsströme sind. Hier ganz an oberster Stelle gerankt nach dem globalen Volumen an Migration natürlich die USA, Deutschland an dritter Stelle. Aber was wir hier sehen können, ist, dass sich Migrationsbewegungen für alle Länder in Zyklen, in Unstetigkeiten, in Nichtlinearitäten entwickelt. Und diese Migrationsströme hängen natürlich miteinander in Verbindung. Die Zuwanderung des einen Landes ist die Abwanderung eines anderen Landes. Das heißt, hier findet globale Vernetzung statt, die wir in ihrer Komplexität nur zum Teil bislang verstanden haben. Des Weiteren hat sich Migration in Bezug auf die Zusammensetzung der Zuwanderungsgruppen nicht nur nach Herkunftsländern stark diversifiziert, sondern auch in Bezug auf entsprechend geschaffene Migrationskategorien, nach denen Migration von Arbeitskräften, Studenten und Studentinnen, Familienangehörigen, Asyl- und Schutzsuchenden, aber auch temporär, saisonal, zirkulär und dauerhaft migrierende Menschen simultan nebeneinander existieren und oftmals sogar miteinander verflochten sind. Insgesamt stellen sich die heutigen Zuwanderergruppen deutlich heterogener dar als noch vor einigen Jahrzehnten. Sie sind nicht nur vielfältiger in Bezug auf die nationale Herkunft, sondern auch in Bezug auf ihren sozioökonomischen Hintergrund, ihr Bildungsniveau, ihr Geschlecht und ihren rechtlichen Status. Migration ist ein integraler Bestandteil globaler und lokaler Entwicklungs- und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse und damit sowohl Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung als auch zentrales Anliegen von Staaten und politischen Entscheidungsträgerinnen. Welche Form von Entwicklungs- und Transformationsprozessen sind hiermit gemeint? Ich möchte nur einige wenige nennen, die hier wesentlich sind, aber sicher nicht umfassend. Zuallererst dramatisch sinkende Fertilitätsraten. Des Weiteren Kindersterblichkeit als wesentlicher und zentraler Indikator von menschlicher Entwicklung. Die Kindersterblichkeit hat sich in den vergangenen 30 Jahren halbiert. Des Weiteren ist damit natürlich verbunden ein signifikanter Anstieg der Lebenserwartung in den vergangenen 50 Jahren, global im Durchschnitt 20 zusätzliche Lebensjahre. Ja, 20 Jahre, in denen migriert werden kann. Die zugrunde liegende Entwicklung liegt vor allen Dingen natürlich in der Verschiebung der globalen Entwicklungspyramide oder Verteilung zugrunde. Hier dargestellt, Anfang des 19. Jahrhunderts, 90% der Weltbevölkerung nach heutigen Standards lebte in extremer Armut. Heute lebt knapp unter 10% der Weltbevölkerung in extremer Armut, definiert durch diese Linie hier, 2 Dollar pro Tag. Das heißt, diese Verschiebung dieser Einkommensverteilung, dieser massive Zuwachs an Wohlstand global, natürlich verbunden mit einer gewissen Verschiebung auch in den Verteilungen, insbesondere innerhalb der Länder, hat zu diesen korrelierenden Entwicklungsprozessen mit beigetragen. Und nun ist die Frage, wie hängen diese Prozesse alle miteinander zusammen, wie interagieren sie und wie beeinflussen sie als Konfiguration, als Zusammensetzung Migrationsprozesse? Und darum geht es auch sozusagen zu untersuchen, inwieweit Migration und Mobilität auf diese unterschiedlichen Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung wirken. Und ganz wesentlich natürlich in dieser Frage, in diesen Prozessen, ist die Rolle von Staaten und staatlicher Politik. Hier möchte ich kurz ein Beispiel, ein Forschungsbeispiel meiner Forschung kurz vorstellen. Ein wesentliches Instrument staatlicher Migrationspolitik ist Visapolitik. Es dient, es erlaubt die institutionalisierte Diskriminierung nach Staatsangehörigkeit. Ja?
Und es ist damit auch durch die Wirkungsweise ein extraterritoriales Instrument der Beeinflussung. Hier haben wir für die letzten 40 Jahre Visapolitik global für alle 195 UN-Staaten kodifiziert und sozusagen in einen Index übertragen. Was wir hier sehen, ist sozusagen die Intensität der Visabeschränkung für die entsprechenden Nationalitäten. Dunkelgrau bedeutet, diese Nationalitäten sehen sich höheren Mobilitätsbarrieren gegenüber als diese in weiß schattierten Länder. Beispiel: Österreicher und Österreicherinnen haben visafreien Zugang in 185 Länder dieser Welt. Ja, Afghanen, Syrer, Eritreer ungefähr in 20 Ländern. Ja, da sieht man diese Unterschiede, diese Teilung an Mobilitätsmöglichkeiten nach Nationalitäten. Interessanterweise und auch paradoxerweise haben eben diese Länder auch selbst relativ restriktive Visapolitiken. Welche Wirkung entfalten diese Visabeschränkungen auf Mobilität und auf ökonomische Faktoren und Dimensionen? Und hier schätzen wir für Tourismus einen Effekt von 20%. Das heißt, 20% weniger Tourismus und im Schnitt auch weniger Einnahmen aus Tourismus für Länder, die Visa-Restriktionen implementieren. Internationaler Handel -12%, ausländische Direktinvestitionen -5%, Mobilität von Wissenschaftlern, ja, ganz wesentlich für uns als Universität, -3% und damit auch verbunden der negative Effekt auf internationale Forschungskooperationen, ja, -6%. Somit sind Visa-Beschränkungen wirtschaftlich, wissenschaftlich, wirtschaftspolitisch auch schädlich und insbesondere für Länder mit geringem Entwicklungsniveau. Und letztlich führt die Art und Weise, wie Migration und Mobilität stattfinden, selbst zu sozioökonomischen, politischen und kulturellen Veränderungen in Herkunfts- und Aufnahmegesellschaften. Diese gilt es mit entsprechender inter- und transdisziplinärer, idealerweise komparativ vergleichender und historisch fundierter Mehrebenenforschung empirisch zu erfassen und zu verstehen. Migration bewegt. Bewegt weiterhin Europa, bewegt die Gemüter, bewegt die Gesellschaften, bewegt die Politik. Diesen Diskussionen muss sich aber auch die Migrationsforschung stellen und entsprechende Expertise einbringen. Und diesen Auftrag, diesen gesellschaftlichen Auftrag, will ich als Leiter des Departments für Migration und Globalisierung gerne annehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.